Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Modeblicke. Mein Name ist Katharina Rüß, ich bin Kulturanthropologin an der TU in Dortmund und in dieser Folge geht es um das Thema Mode und Tod. Folgenden zwei Fragen gehen wir dabei auf den Grund. Erstens, warum vergleichen viele ModetheoretikerInnen die Mode mit der Gedankenfigur des Todes? Zweitens, wie und wo materialisiert sich der Tod, das heißt das Motiv des Totenkopfes in der Mode? Um diesen Fragen näher auf den Grund zu gehen, habe ich meinen Kollegen Adrian Ruder eingeladen. Adrian ist Fachmann auf dem Gebiet des Totenkopfes in der Mode. Gerade hat er seine Dissertation über das Thema abgeschlossen. Es wird klar, dass eine ganze Reihe von AutorInnen die Mode in die Nähe des Todes rücken. Mir fallen da zum Beispiel Rilke, Baudelaire oder Giacomo Leopardi ein, der die Mode als Schwester des Todes bezeichnet. Was hat es damit auf sich? Mode wird von vielen als eine Dynamik des In und Outs verstanden, als ein zyklisches Gestaltungsprinzip. Was gestern in war, ist heute vielleicht out und kann aber übermorgen schon wieder in sein. Dieser Vorstellung nach bedeutet Mode also immer Bewegung, ein permanenter Wechsel, der Tod eines alten Trends, Vergänglichkeit. Dies symbolisieren ja auch die Blumen, speziell Lilien, die wir hier für das Gespräch heute besorgt haben. Ja, da kommen einem ja sämtliche Motive aus der europäischen Kunst in den Sinn, die das Vergehen der Zeit symbolisieren. Blumen, Kerzen, Sanduhren, Schädel. Sie stehen für das Motiv des Memento Mori. Bedenke, dass du sterben musst. Genau, seit dem Mittelalter sind Blumen oder auch Totenköpfe in der christlich-europäischen Gesellschaft und Kultur Zeichen und Symbole für Endlichkeit, also stehen für Vergänglichkeit und werden als solche dann auch in Kunst oder in der Begräbniskultur verwendet. Sie sind Bestandteile von Vanitas-Motiven. Vanitas bedeutet nicht nur Vergänglichkeit, sondern auch Eitelkeit. Bevor wir uns gemeinsam über Totenschädel, Pop, schwarze Szenen, Punks und Co. unterhalten, erklären wir euch ein paar Basics der Modetheorie, nämlich warum einige AutorInnen die Mode mit dem Tod in Verbindung bringen. Da fallen einem vor allem zwei Modetheoretiker aus Berlin ein, Georg Simmel und Walter Benjamin. Georg Simmel war Soziologe und Philosoph und lebte in Berlin. 1905 hat er seine bekannte Abhandlung Philosophie der Mode herausgegeben. In seinem modetheoretischen Text, der bis heute häufig zitiert wird, beschreibt er Vergänglichkeit als zentralen Reiz der Mode. Der Mode wohnt, so schreibt Simmel, ein sogenannter Todeskeim inne. Wenn ein Phänomen die Popularität einer Masse gewonnen hat, neigt es sich als Mode dem Ende zu. Ja, ganz ähnlich charakterisiert ja auch Walter Benjamin die Mode. Für ihn war sie alles andere als eine Oberflächlichkeit. Er befasste sich ausführlich mit ihr und beschrieb sie unter anderem so: Sie kitzelt den Tod und ist schon wieder eine andere Neue, wenn er nach ihr sich umsieht. Wichtig ist, dass beide, sowohl Simmel als auch Benjamin, die Mode nicht mit dem Tod gleichsetzen. Sie sehen in der Mode einen Prozess, der zwar permanent vergängliche Phänomene hervorbringt, aber als Prinzip ewig fortzulaufen scheint. Genau, darum ist die Mode für Simmel und für Benjamin auch im Grunde ein paradoxes Phänomen. Auf der einen Seite wirkt sie mit ihrem In und Out eingrenzend, auf der anderen Seite ausgrenzend. Sie erfasst die Masse und sie flüchtet vor der Masse. Sie ist auf der einen Seite Tod und auf der anderen Seite Leben. Sie ist sowohl das Alte, der Tod eines alten Trends, und das Neue, das Leben eines neuen Trends. Simmel und Benjamin schreiben ja auch, dass das modisch Neue aus dem Wiederauflebenlassen des Alten entstehen kann. Die Mode bedient sich immer wieder alter Moden, Stile und Formen. Dieser Gedanke der Auferstehung ist zentral für Benjamin. Er spricht ja auch von der Mode, die mit einem Tigersprung das Alte aufgreift und in die Gegenwart holt. Bei dem modisch Neuen geht es also primär darum, dass es sich vom Mainstream, dem Jetzt, unterscheidet. Kommen wir nun zur materiellen Kultur. Ich habe mit Adrian darüber gesprochen, warum Motive des Todes, vor allem der Totenkopf, im Pop und in der Mode thematische Dauerbrenner sind. Das Besondere am Totenkopfmotiv ist, dass es sich nicht auf den Tod hin festschreiben lässt, sondern dass sich über die letzten Jahrhunderte, in der es in der materiellen Kultur sich manifestiert,
dass es über diese Zeit hinweg eine ungeheure Bedeutungsvielfalt entwickelt hat. Im 20. Jahrhundert findet sich der Totenkopf nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt im Kontext von Jugend- und Gegenkulturen, von den Rockern, Punks, Gothics bis hin zu Skater-Szenen, um hier nur auf eine Dimension einzugehen. Der Totenkopf sollte in diesen Kontexten provozieren und diente nicht wie einst religiöser Besinnung. Er stand auch für die Abgrenzung gegen den Mainstream, das Bürgertum und die Mächtigen. Dem Totenkopf haftet hier die Bedeutung des Nicht-Angepassten, des Widerspenstigen, des Individualistischen, aber auch Subversiven an. Skater mussten sich am Anfang des Entstehens ihrer Kultur quasi illegal Räume erobern. Ähnlich wie auch Graffiti-Sprayer und so weiter und so fort. Quasi im Halbdunkeln agieren. Die kulturelle Bedeutungsoffenheit des Totenkopfmotives macht ihn anschlussfähig für viele verschiedene gesellschaftliche Kontexte und somit auch für die Mode. Würdest du sagen, dass heute Totenköpfe aufgrund ihrer Omnipräsenz sinnentleerte, arbiträre Zeichen sind? Nein, dieser These würde ich nicht zustimmen. Mhm. Also warum? Totenköpfe und schwarze Lederjacken, wie du sie gerade aufgezählt hast, die werden zwar heute in der Bekleidungskultur als Massenware gehandelt, aber es gibt immer historische Bezüge und Referenzen und die sind nicht zufällig, sondern die transportieren einen Sinn aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Sie gehörten im 20. Jahrhundert zum coolen Düsterkosmos von Punks, Mettlern, Emos und so weiter und so fort. Auch Lifestyles des Nachtlebens, wo dunkle oder lärmige Sounds und eben auch Todesreferenzen als Statements gegen den strebsamen, nüchternen Bürger galten, der mit klarem Kopf am hellen Tag arbeitet. Ja, auffällig finde ich es ja auch, dass Totenköpfe und Lederjacken im 20. Jahrhundert mit Gefahr und Risikobereitschaft assoziiert worden sind. Ja, was hat es damit auf sich? Ist das heute immer noch so? Ja, zum Teil. Wobei die Bedeutungen Teil des Mainstreams geworden sind und zum Teil auch entschärft worden sind. Totenköpfe werden verstärkt seit dem 18. Jahrhundert als Zeichen verwendet, die bei den Betrachtenden eine besondere Wirkung erzeugen sollten. Auf weltlicher Kleidung getragen, sollten sie abschrecken und klar machen, dass Gefahr droht und keine Rücksicht zu erwarten sei. Die Behauptung von Härte ist bis heute eine der wichtigsten Konnotationen des Totenkopfes. Noch weit vor dem Zweiten Weltkrieg, der häufig als wichtige Schwelle genannt wird, findet sich der Totenkopf in der vom Militärwesen beeinflussten Alltagskultur. Als Zeichen für Stärke und Kompromisslosigkeit war er seit Mitte des 18. Jahrhunderts auf europäischen Uniformen beliebt. Aus der langen Geschichte des Totenkopfes ragt besonders die SS hervor, die sich mit dem Totenkopf als erbarmungslose Elite einer Herrscherrasse inszenieren wollte. Aber schon in dieser Zeit gab es Jugendliche, die Totenköpfe in rebellischer Hinsicht verwendet haben. Nach 1945 setzte sich der provokative Gebrauch in Jugendkulturen wie Rockern, Punks, Gothics oder Skatern fort. Hier spielte man mit den Insignien des Martialischen, so wie es schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg populär war. Jetzt wurden Fragmente der Nazi-Ästhetik wie SS-Runen oder SS-Totenkopf von Bikern und Punks übernommen, weil man mit ihnen das bürgerliche Establishment provozieren wollte. Bis heute halten sich Teile davon in der Mode. Große Fast-Fashion-Unternehmen übernehmen subkulturelle Style-Techniken der Bricolage, also des Zusammenbastelns, wie sie aus dem Punk bekannt sind. Es ist interessant, dass sich heute Totenköpfe aller Art quasi überall finden lassen. Auf Babyanzügen, auf Waren vom Discounter oder in Kollektionen von Luxusdesignern. Man kann hier eine Bedeutungsverschiebung beobachten. Materialien und Motive der Provokation, der Gefahr und des Todes, wie der Totenkopf oder auch Leder, werden heute als Zeichen jugendkulturellen Protestes interpretiert. Der Totenkopf steht heute für Werte, die hoch angesehen sind. Freiheit, Selbstbestimmung, die Bereitschaft für seine Überzeugung, alles zu geben. Mein Eindruck ist, dass mit dem Totenkopf ähnlich wie mit der Lederjacke weniger Schock heute verbunden wird, sondern eher so eine Art Edginess oder was so ein bisschen Transgressives. Ja, zum Beispiel bei den Skatern steht der Totenkopf im Zusammenhang mit dem Überschreiten von Zäunen und Schranken. Dass man sich nicht an normale Straßenverkehrsregeln hielt und in verbotene Terrains vordrang. Den Körper dabei einsetzte, um sie zu erobern und eigene Freiräume zu schaffen. Das assoziieren einige mit Coolness und coole Akteure wurden oder werden oft als besonders willensstark und attraktiv wahrgenommen.
Ja, also diese Coolness bedeutet ja also quasi der lässige Flirt mit dem Verbotenen und Riskanten. Wie sieht es denn dann aus bei Totenköpfen in der Kinderkleidung? Bei Kinderkleidung gilt es erstmal zu berücksichtigen, dass ja nicht die Kinder sich diese Kleidung aussuchen, sondern dass vor allen Dingen ja die Eltern sind, oder häufig die Eltern sind. Und diese Eltern, die kokettieren selbst mit einer Art von Auffassung über diese Lifestyles wie Rock, Punk oder Skate, indem sie ihre Kinder so einkleiden. Also einerseits fantasieren sie selbst über die subkulturellen Lifestyles und andererseits projizieren sie das auch noch auf ihre Kinder, indem sie sie so einkleiden, wie sie zum Beispiel selbst gerne aussehen würden. Das sind dann solche Mini-Mi-Varianten. So etwas wird doch tatsächlich angeboten, also T-Shirts in der gleichen Variante für groß und klein. Also sie übertragen über diese Totenköpfe zum Beispiel ihre eigene Auffassung darüber, was es heißt, cool zu sein, auf ihre Kinder. Mhm. Also Kinder erlernen durch diese Kinderkleidung auch, was es heißt, cool zu sein und diese rebellische Coolness zu erfahren. Was die Totenköpfe in der Mode unterscheidet, ist, dass es für Erwachsene und für Kinder unterschiedliche Varianten gibt. Ja, stimmt. Und bei den Kindern ist es häufig so, dass die martialischen Motive, die sehr drastisch und manchmal auch sehr gewaltvoll sind, zu denken sei da beispielsweise an Motive aus dem Heavy Metal oder aus dem Punk auch, dass die abgeschwächt werden. Also die Gewalt wird zurückgenommen und in der Darstellungsweise wird es verniedlicht. Also es ist das, was man so als das Kindchenschema nennt. Und diese Motive habe ich in meinem Artikel als Totenköpfchen bezeichnet. Mhm. Ansonsten ist bei den Motiven für die Kinder alles so wie bei den Erwachsenen auch. Also es dreht sich um Konzepte von Autonomie, von Freiheit, Selbstbestimmung, aber auch ein bisschen etwas Besonderes sein zu wollen. Und all diese Dinge, die werden von den Erwachsenen auf die Kinder übertragen und somit auch auf die Kleidung projiziert. Diese Symbiose von Niedlichkeit und Grauen übt scheinbar eine enorme Anziehungskraft aus. Wenn etwas weder süß noch schwarz ist, lässt es uns kalt, schreibt auch Georges Bataille. Der Totenkopf symbolisiert einerseits Verfall und andererseits Frische und Lebendigkeit. Wir sehen, wie untot er im Grunde ist. Er ist quasi Teil eines nie enden wollenden Totentanzes. Ja, mit dieser paradox erscheinenden Eigenschaft ähnelt der Totenkopf eigentlich der Mode. Mhm. Also er ist mal in und mal out. Es gibt Konjunkturen, Wellenbewegungen, in denen er mal präsent ist. Aber eigentlich ist es auch so, dass es eine dauerhafte Kontinuität gibt. Mhm. Also mit dem Totenkopf ist eigentlich in der Mode immer zu rechnen. Ja.